So, ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts mehr weiter. Wir können höchstens hier nochmal eine Runde laufen. Ich habe zumindest nichts weiter mitbekommen. Oh, ja gut, dass ich hier nochmal angelaufen bin. Schön. Gott sei Dank. Genau, Spiele auf dem Flohmarkt sind halt auch überteuert, das stimmt. Weil die Leute wissen halt auch alle, dass den Preis der Spiele mittlerweile und dass die viel wert sind, gerade so alte Games, ne? So. Hier. Okay, hat sich erstmal nichts geändert. Gibt's was, wenn der Zeitstein weg ist? Ich habe jetzt schon mehrfach den Zeitstein oben weggespielt, aber ich habe nichts gefunden. Kann sein, dass da mal das Kuli drunter war unter dem Zeitstein. Aber ich weiß auch nicht, wo er hinten sich, wo der sich hinportet. Das weiß ich auch nicht. Aber ich denke, wir müssen hier auf jeden Fall als Erwachsener Link hin. Damit wir hier drüben in den Raum noch rein können. Hier, denke ich mal. Da müssen wir, glaube ich, als Erwachsener Link ran. Okay. Ich würde sagen, wir klettern jetzt als junger Link nochmal hoch auf den Todesberg. Und dann endet der Stream auch langsam. Und dann müssen wir als Erwachsener nochmal gucken. Ja, aber 6 Kultis noch, ne? Das ist nicht mehr viel. Alle Herzcontainer, Hammer. Wir kriegen das Game echt 100% komplett durch. Ich freue mich. Also ich hoffe es, dass wir es durchkriegen. Ich bin guter Dinge. Sag mal so. Aber warum springst du nicht? Link. Los. Jetzt. Der hatte gerade keinen Bock. So. Einmal kurz Nacht machen. 100% bald geschafft. Ja, saugeil. Ich freue mich. Schön. So. Ja, danach werde ich jetzt noch schön Thumbnails machen. Wenn ich fertig bin mit Stream, mache ich Thumbnails für die Folge morgen. Für Minish Cap kommt, glaube ich, morgen wieder, gell? Nee, warte mal. Nee, Twilight Princess kommt morgen. Genau. Und ja, dann Montag, ne? Hallo, René. Ja, dann Montag. Nicht verpassen. Startet unser geiles neues Randomizer-Projekt, der Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Also der ist wirklich richtig fesch. Das wird super. Ja, 200 Kulis sind richtig, nicht wenige. So. Oh, wie spricht man das aus? Ah. Pox Kuku, ich weiß leider nicht, wie ich es aussprechen soll, aber vielen Dank auf jeden Fall für das Abo. Vielen lieben Dank. So, ihr werdet, glaube ich, in vielen Dingen überrascht sein. In dem neuen Stream, in dem neuen Projekt. Das wird echt super. Also, ich weiß gar nicht, ob in Folge 1 jetzt so viele überraschende Dinge kommen. Aber auf jeden Fall in Folge 2 und 3. Da sind sehr viele lustige Sachen passiert. Die sehr unvorhergesehen kommen. Das wird super. Ich freue mich auch schon weiterzuspielen. Ich werde morgen, glaube ich, weiter aufnehmen. Unseren Randomizer von Majora's Mask und Ocarina of Time. Aber, naja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. So, hier ist weiter nichts erstmal. Hier war ja die Fee. Den Doppel-Rando freue ich mich schon, seit ich weiß, dass du ihn machst. Das ist super. Und ihr glaubt gar nicht, was noch für Projekte kommen. Die wären alle so super. Ich freue mich auf sehr, sehr viele Projekte, die jetzt bald kommen. Ich habe große Sachen in Planung. Also viele sind auch schon fertig in Planung. Gerade ein Projekt, da freue ich mich sehr, 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 sehr drüber. Also da geht es um, ja, ist ein richtig schöner Hack. Und ich habe den nochmal ein bisschen abgegradet, sage ich mal. Und ja, bin schon gespannt, wie ihr das finden werdet. Und da seid ihr auf jeden Fall auch wieder mit gefragt. Da hoffe ich, spielt ihr schön mit bei einigen Dingen. Das wird super.
Das wird alles super, Leute. Ich freue mich. So. Mit ihr, mit Gold, erst bis zur Hälfte des Videos. Wie meinst du das? Gott, das war knapp. Solange das Metroid mit der Link to the Past nicht kommt, ist alles gut. Keine Sorge, das habe ich aktuell noch nicht vor. Weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, sowas mal zu sehen. Aber das nicht, nein. Das steht gerade noch nicht zur Debatte. So, da unten scheint mir erstmal nichts zu sein. Nee, das ist nicht das Finale. Finale kommt erst in zwei... Oh Gott, nein. In zwei Wochen. Weil der Stream ist gleich rum. Und es fehlen noch 6 Skulltulas. Ich glaube, die werden wir heute nicht mehr schaffen. Dementsprechend, das starten wir dann nächste Woche. Übernächste Woche, Entschuldigung. Weil nächste Woche bin ich nicht da. Mario Zelda Combo wäre auch lustig. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Aber ja, wäre lustig. Immer wenn du einen Stern findest, dass du quasi ein Item in Ocarina of Time oder so oder in Majora's Mask findest. Bin erst bei Folge 24. Naja, ist ja nicht schlimm, wenn du noch nicht. Wenn es fertig ist, ist fertig, ne? Aber. Ah. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht, ob da drüben halt noch was ist, was ich mir jetzt holen könnte. Gute Frage. Spielen wir nochmal kurz ein Bolero, würde ich sagen. Freue mich auf neue Projekte, bin gespannt, was kommt. Erst bei Mini 18. Ja, ist doch schön, wenn du noch viel zu gucken hast. Ist doch cool. So, haben wir denn hier drüben noch irgendwas? Mal kurz gucken. Ist erstmal nix. Okay, Leute. Macht mal einen Daumen hoch, wenn ihr noch einen erwachsenen Link sehen wollt, der hier nochmal kurz bei Boris unterm Bett guckt. Würde jetzt nochmal mein letzter Akt sein, dann würde ich den Stream beenden. Oder ihr sagt, ihr habt keinen Bock mehr, dann hör mal gleich auf. So. Hätte ich auch so gemacht. Hätte auch so noch nachgeguckt. Auch ohne Daumen hoch. So. Einmal noch mal kurz als großer Link bei Boris unterm Bett gucken und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für heute. Der Daumen mit der 1. Wir haben immer Bock. Dam, dam, dam. Komm nicht hinterher, aber klasse, so habe ich keine Langeweile. Und es gibt auch noch viele andere coole Projekte, die ihr euch angucken könnt. Wie gesagt, da kann ich euch auch nochmal auf meine Website verweisen. Müsste, glaube ich, ein Link in der Beschreibung sein. Falls ihr mal nicht wisst, was ihr gucken sollt, da sind alle meine Let's Plays aufgelistet. Da könnt ihr einfach dann draufdrücken und könnt da quasi euch ein schönes Projekt raussuchen und werdet direkt auf YouTube weitergeleitet. So, gehen wir nochmal zum Friedhof. Gehen nochmal bei Boris kurz unterm Bett gucken. Ob wir da noch was Schönes finden. Bei Boris unterm Bett? Bin aber gespannt. Aber irgendwo muss ja noch was sein in Kakariko. Wir haben ja immer noch nicht alles gefunden. Ist das Nacht? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war Nacht. Düdelü, dadididelei. So. Jetzt aber richtig Nacht. Ich drive hier mal kurz lang und gucke mal, ob es hier irgendwo eine Skuldi gibt. Ja, auf
dem ersten Blick erstmal nicht. Aua. Oh, dachte schon. Ich dachte schon, ich kriege jetzt einen richtigen Kopftreffer. Okay. Gehen wir mal hier rein. Boris hat gar kein Bett. Boris hat leider kein Bett. War vielleicht ein anderes Spiel. War das vielleicht mal Majora's Mask? Ja, ich weiß nicht, wo wir hier jetzt noch eine Skuldi finden. Oder es kann halt auch sein, dass, wie gesagt, dieser Bergpfad, der gehört vielleicht noch zu Kariko dazu. Aber ich glaube eigentlich, der gehört mit zum Death Mountain. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, wir müssen hier irgendwo noch eine Skuldi finden. Da müssen wir vielleicht, ich weiß nicht, ob da als junger Link irgendwo noch was ist. I don't know. Neben dem Tisch. Aber auf jeden Fall kann ich keine Items benutzen. Und Skuldi war da auch nicht. Leider. Bei Majora's Mask auf jeden Fall hat er sich unter Bett versteckt. Ah ja, okay. Ja, da hat sich Boris unter Bett versteckt, ne? Okay, hier sind keine Skultis. Es könnte halt wirklich sein, dass als junger Link hier noch irgendwo was ist. Hinter den Flügeln bei der Mühle. Dass der so an einem Flügel dranhängt. Das wäre ja natürlich hart. Aber können wir mal gucken. Also, ich war ja vorhin schon bei der Mühle, da war auf jeden Fall nichts weiter. Oh. Die Ansicht hatte ich lange nicht mehr. Ach. Ein Heilerschild. Okay. Kann ich mir vorstellen, ist aber geraten. Ja, wir gucken mal. Irgendwo muss ja noch was sein. Die hattest du schon, okay. Wahnsinn. Ein Wandschild in der Kiste, ja. André, hallihallo. Was geht? Tja. Müsste man vielleicht wirklich nochmal beim Lauri gucken, ob man da irgendwas finden kann? Beim Brunnen. Wenn ich hier runterkletter, vielleicht ist da noch irgendwas. Nee, leider nicht. Schade. Hätte ja sein können. War schon für den Versand verpackt. Was war für den Versand verpackt? Trishable, hallihallo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Meine Mitgliedschaft wird nicht angezeigt. Ich sehe deine Mitgliedschaft. Also ich habe neben deinem Namen ein Schild. Ein Zeichen, dass du das... Das Schild in der Kiste. Achso, das war für den Versand verpackt. Verstehe. So, hier ist auch nichts weiter drin. Mann. Düm, 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 düm. Vielleicht musst du mal neu starten oder so. Dein Internet. Vielleicht funktioniert es dann wieder. Ja. Ich weiß auch nicht, wo wir noch suchen sollen. Hier in den Kisten hat man schon geguckt. Okay, hinten an den Flügeln ist aber leider auch nichts dran. Nee, leider nicht. Hä, aber hattest du gerade
abonniert, Leichti? Hast du gerade gemacht? Oder du warst doch vorher schon, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Du. Eva, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Warum solltest du dich dafür entschuldigen? Wir können vielleicht hier nochmal drinnen gucken. Ah, okay. Alles klar, Link. Verstehe ich. Du bist auch am Stöhnen, ne? Mann, das kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch dieses Kulti noch sein. Ah, die ist bestimmt als junger Link irgendwo noch auf dem Dach. Nee, hab Abo gekauft. Hä, warum kam das nicht an? Wurde doch gerade nicht angezeigt, oder? Ja, und im Stein haben wir schon nachgeschaut. Da war leider auch nichts. Leider. Bam, 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 bam. Bei Boris in der Gruft, meine, da ist was? Glaube ich nicht. Gerade eingeschaltet, Wahnsinn, wie lange ich den Sound vom Spiel nicht mehr gehört habe. Das ist Salbei für die Seele, oder? Wunderschön. Wunderschön ist das einfach. Aber du bist hier leider nicht bei meinem Original gelandet, das ist leider ein Hack. Aber der macht trotzdem sehr viel Laune. Was ist denn eigentlich mit ihm? Tag und Nacht sitzt er hier und hofft, dass er irgendwas bekommt, oder wie? Ha. Tja, schade. Ist nichts mehr hier, ne? Könnte man höchstens als junger Link nochmal gucken. Aber ansonsten... Ja, I don't know. Machen wir mal kurz einen Status-Check, liebe Leute. Nicht, dass du eine Skuldi kaufen musst. Das wäre doof. Naja, am Anfang war das ja so, ne? Da haben wir auch Skuldis in den Kisten gefunden und so. Geh nochmal zum Friedhof, okay? Mach ich gleich. Ja, 194. Herzteile sind komplett. Und wir haben jetzt nur noch Gerudo Fortress, Gerudo Valley. Death Mountain, Kakariko Village. Ansonsten sind wir durch. Vier Gebiete. Das heißt, in den vier Gebieten sind die sechs Skuldis versteckt. Das heißt, entweder gibt es in zwei von den Gebieten zwei Skuldis oder in einem von dem Gebiet drei Skuldis. So, ich gehe nochmal zum Friedhof. Jetzt kannst du laut sagen, ich fühle mich gleich 25 Jahre jünger. Meine Großeltern haben mir das Spiel damals geschenkt. Das ist geil. Schön. Vielleicht tagsüber. Ja, tagsüber müssten eigentlich gar keine Skuldis da sein. So, okay, aber hast du noch eine Idee beim Friedhof? Vorhin haben halt voll viele gesagt, oder hat, nee, es hat jemand, es haben schon voll viele gesagt, ich soll mit dem Auge der Wahrheit hier gucken, aber da ist ja nix. Hier ist leider nichts mehr so richtig. Hier ist auch nichts los. Friedhof. Hier vielleicht. Können wir nochmal gucken. Die ganzen Gräber. Also, ja. Wir können gerne nochmal alle angucken. Die halt normalerweise ein Loch haben. Wir können nochmal alles verschieben. Weiß aber nicht, ob wir da was finden. Wir können es versuchen. Die, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt in dem Hack jetzt hier gab. Ja, komm. Wir gucken uns hier nochmal alle Gräber an. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Loch, was es sonst nicht gibt. Oder vielleicht ist ja einfach unter irgendeinem Grab eine Skulti. Oh Gott. Ich glaube, wir haben gleich ganz viele Frame-Einbrüche. Jetzt will ich es nochmal wissen. Also in dem Loch waren wir schon drinne. Wollte ich nur sagen. Da wo die Fackeln sind? Ja, da war ich ja gerade. Oben meinst du, ne? Beim Schattentempel. Da war ich ja gerade. Im
Im Original gibt's im Dekobaum schon mit dem Auge zu finden. Im Dekobaum sind wir auf jeden Fall durch. Da habe ich schon alles. Na, ich denke nicht, dass hier noch irgendwas ist. Gott, geh weg. Also hier waren wir auf jeden Fall als junger Link schon. Kann man da als erwachsener Link überhaupt rein? Ja. Ah ne, kann man nicht. Der ist eingeäschert als Erwachsener. Im Original gibt es keine unsichtbaren. Nö. Ich denke, hier gibt es auch keine unsichtbaren Skullies. So, das haben wir auch schon. Gruselig. Naja. Hab halt den ganzen Friedhof erweckt jetzt, ne? Na, ich glaube, hier gibt es nichts weiter zu finden. Schade. Hinter der Mauer, welche Mauer? Da? Da war ich schon. Und oben hinter dem Zaun war ich auch schon. Also, hier sollte es nichts mehr geben. Als junger Link haben wir ja auch schon alles auf den Kopf gestellt, sag ich mal. Ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass als junger Link irgendwo oben auf dem Dach was ist. Das wäre jetzt noch so eine... Oder, warte mal, jetzt habe ich noch eine Idee. Vielleicht, wenn du hier ganz am Anfang durchgehst, dass da irgendwo noch was ist. Ja, da steht irgendwas drauf. Irgendwas im Friedhof. Hier? Ist hier vielleicht irgendwas? Da könnte man auch mal als junger Link gucken. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich denke auch, der Friedhof ist clear. Okay. Zum Berg hoch, ja, da können wir halt nochmal nachgucken. Aber Leute, das machen wir im nächsten Stream auf jeden Fall. Da beschäftigen wir uns im nächsten Stream nochmal genauer mit. Vielleicht bereite ich mich in der Zeit auch nochmal ein bisschen vor. Vielleicht finde ich da nochmal irgendwie was, wo man nachgucken kann. Hoffentlich ist die nicht in dem Haus, in der Spiel abgestürzt ist. Ich hoffe es auch nicht. Das könnte halt echt sein, ne? Weil das ist ja so ein Laden. Vielleicht verkauft er die. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal. Ich mache jetzt mal ein Save. Wartet mal. Spielstand speichern. Ja, ich schau mal bei Lauri vorbei. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Wir werden es jetzt zum Ende des Streams nochmal versuchen, ob da vielleicht was drin ist. Ich mache, wie gesagt, jetzt nochmal schön Save und Spielstand speichern. Und gucken mal, ob wir reinkommen. Aber das letzte Mal ist, wie gesagt, das Spiel abgestürzt. Die letzten paar Male. Ah, nur am Tag offen? Okay. Dann sprengen wir halt die Tür auf. Jo, ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Spenden, für alles, für dass ihr da wart, für die ganzen Tipps, für die ganzen Tricks, für alles. Leute, ihr seid super. Freue mich schon auf den nächsten Stream. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Urlaub. Dankeschön. Es war mir wieder eine Freude, mit euch zusammen hier zu zocken. Und in zwei Wochen. Zwei Wochen geht's weiter. Nächste Woche nicht. In zwei Wochen dann. Gut, Leute. Wunderbar. Wir versuchen das jetzt nochmal, ob wir da reinkommen. Normalerweise ist halt ein Laden drin. Aber. Nein. Ne? Da kommt einfach nur Kampfmusik. Das Spiel stürzt ab. Da passiert nichts. So war es auch schon die letzten Male. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das so mit Absicht ist, keine Ahnung. I don't know. Müsste man mal gucken. Vielleicht ist das auch bei Lauri passiert. I don't know. Ich werde mich mal erkundigen. Wäre natürlich super traurig, wenn das wirklich so wäre. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen zum Stream. Und viel Unterhaltung am Montag mit dem Combo-Randomizer von Majora's Mask und Ocarina of Time. Ihr werdet super überrascht sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Schönen Abend noch. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.